Heute also das Thema Bombenangriff. Und Herr Schöppe hat sich sehr intensiv vorbereitet. Der beschäftigt sich sowieso mit der Geschichte Wedels und ist im Archiv zu finden oder in der Volkshochschule oder bei der RIST-Gesellschaft und sicherlich auch noch an ganz vielen anderen Stellen. Und er hat sich jetzt für heute den Anfang vorbereitet auf den Anfang und wird uns einige Bilder zeigen aus dem Archiv und Verschiedenes, was er erforscht hat, darstellen. Damit übergebe ich jetzt das Wort an Herrn Schöpp. Ja gut, danke. Ich möchte Sie nachher auch auf einen Spaziergang nur mit Bildern durch Wedel mitnehmen. Und jetzt erstmal sozusagen der Vorspann. Was bedeutet denn eigentlich dieser Krieg? Was bedeutet dieser Angriff? Das kennen Sie alle, das Museum, das heutige Stadtmuseum, der Marktplatz. Also Wedel war dicht bebaut, sehr dicht bebaut, und da ist es natürlich. Da sehen Sie zum Beispiel einen Herrn, der am Siedmoorweg so ein Flugzeugteil da aufklaubt. Siedmoorweg. Am Ihlensee hat man dann noch Trümmer gefunden. Die Flugzeuge sind drüber geflogen und das Treffergebiet war hier. Das heißt also, das südlichste Teil wurde getroffen. Der größte Teil der Ölfabrik, der blieb verschont. Und hier an dieser Stelle war lange Zeit bis vor kurzem noch der Bretterzaun. Ja. Und da ist jetzt Greve. Ja, genau, ja, Greve und hier Tode daneben. Ja, Bretterwand. Dann ein Stück weiter runter, hier auf der linken Seite ist das Brauhaus heute noch. Und das war die rechte Seite. Die rechte Seite, die ist ja auch komplett neu bebaut. Und die Jungs, die waren, ja, also das ist nun mal so außerhalb, die Jungs, die waren immer sehr clever. Herr Hufe, der war ein begeisterter Jäger. Und wenn nun irgendetwas in der Schule. Es gab Sitzgelegenheiten für die fünf Frauen und, glaube ich, auch eine Art Etagenbetten für uns drei Kinder. Ich saß bei meiner Mutter. Die hatte große Angst und wurde von mir mit meinem kindlichen Fatalismus getröstet. Ich suche ja Themen immer, die möglichst auf Interesse stoßen. Und jetzt war es für mich naheliegend, 1943, es ist 80 Jahre her, wir machen einen Tag und erinnern uns an die Geschehnisse vor 80 Jahren, wenn es denn noch Zeitzeugen gibt. Denn unser Problem ist ja, dass die Zeitzeugen der damaligen Zeit immer weniger werden. Und ich habe ein großes Bedürfnis, die Erinnerungen festzuhalten, dass das nicht verloren geht für die jungen Leute, für die Schüler. Ich habe verschiedene Kontakte gehabt, die haben keine Großeltern, die sie fragen können, oder sie haben Großeltern, die ihnen nichts erzählt haben. Und so ist der Weg, wie schaffe ich Themen und wie bringe ich die Leute zusammen, dass wir etwas erfahren und es gleichzeitig für die Nachwelt festhalten. Das ist eigentlich meine Ambition. Und da ich viele Leute kenne und inzwischen eine ziemlich umfangreiche Adressenliste habe, habe ich viele angeschrieben, habe ich viele angerufen. Und andererseits, es war
rechtzeitig diesmal in der Zeitung, haben sich daraufhin auch ganz viele gemeldet. Und die alten Herrschaften waren glücklich, dass sie sich bei ihnen Besuche gemacht haben und sie was erzählen konnten. In solchen Vorträgen ist es immer so, dass man liest etwas aus den Büchern und aus diesen Büchern, da erfährt man ja, so abstraktes Wissen. Was man nicht erfährt und was man bei solchen Veranstaltungen erfährt, ist zum Beispiel, wie etwas gerochen hat, wie etwas geklungen hat. Eine Dame hat vom Pratzeln dieser Brandbomben erzählt oder wie irgendetwas unter der Türe durchgelaufen ist. Und vor allen Dingen auch, eine Dame hat erzählt von den Sorgen, die man sich da macht. Diese Sachen, diese Details, die kommen nie vor in irgendeiner Publikation, weil sich die Publikationen natürlich auf Abstraktion konzentrieren.